Spaßvögel, Dummköpfe, Kriminelle. Nichts Neues im Netz. Der Spaß hört nur auf, wenn eine verunsicherte Bevölkerung in Sachen Coronavirus zum Narren gehalten wird. Sei es bei Versorgungsfragen oder bei Ängsten um die eigene Gesundheit. Da scheint eine Netzgegenattacke dringend geboten. Die Corona-Krise. Was tun gegen Panikmache und Fake News? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer. Auch heute zwei Studiogäste und zwei, die uns per Schalte zugeschaltet sind. Hier im Studio Professor Mazda Adli, Stressforscher und Psychiater, Chefarzt an der Fliedner Klinik in Berlin. Und wie viele Arztkollegen in der aktuellen Situation arbeiten Sie auch an der Charité im Forschungsbereich affektive Störungen. Günter Jonitz ist Facharzt für Chirurgie, Präsident der Ärztekammer Berlin und in dieser Funktion auch Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer. Aus Wien per Skype ist uns zugeschaltet Ingrid Brodnik, Buchautorin. Sie haben ein Buch geschrieben, Lügen im Netz. Da geht es um Desinformation und Sie sind Kolumnistin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Und Jörg Schieb ist aus Düsseldorf, aus dem WDR-Studio zugeschaltet, Digitalexperte der ARD. Willkommen hier bei uns, Herr Schieb, Frau Brodnik. Vielleicht nennen Sie mal am Anfang ein oder zwei Beispiele für besonders dreiste oder besonders üble Fake News in Sachen Coronavirus, die so gerade durchs Netz geistern. Herr Schieb. Soll ich anfangen? Ja. Und ich habe einen ganzen Sack voll, aber eine Verschwörungstheorie möchte ich mal nennen. Das ist ein Video, das kommt aus den USA, wurde aber auch teilweise auch ins Deutsche übersetzt. Da wird behauptet, dass aufgestellte 5G-Sendemasten verantwortlich wären für die Ausbreitung des Coronavirus mit einer ganz abenteuerlichen Geschichte dahinter. Die pharmazeutische Industrie wäre eingebunden. Die Regierung würde wollen, dass die Bevölkerung dezimiert wird. Und der Beweis wäre, dass in Wuhan, da wo die Corona-Krise angefangen hat, gerade erst die ersten Sendemasten aufgestellt wurden. Also das ist ganz klar, Verschwörungstheorie wird aber angeguckt. Mhm. Oder ein anderes Beispiel ist das aus der Ecke Gesundheit. Da wird zum Beispiel behauptet, man könnte sich durch das Konsumieren von Knoblauch oder durch das Einträufeln einer selbst angerührten Essiglösung in die Nasenlöcher, könnte man verhindern, dass das Coronavirus in den eigenen Körper eindringt. Das ist ein Beispiel, das wird ganz breit verbreitet in den sozialen Netzwerken, auch per WhatsApp und ist natürlich gesundheitlich richtig gefährlich und verdient ganz klar den Stempel Falschinformation und Desinformation, gar nicht mal Fake News. Und da gibt es sehr viele andere Beispiele, auch sehr aktuelle natürlich. Das versteht auch ein medizinischer Laie, dass das nicht gesund sein kann. Frau Brodnik, haben Sie ein, zwei Beispiele über solche Fake News, die uns gerade zu schaffen machen im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Gern. Die tatsächlich größte Problematik sind falsche Gesundheitstipps, da stimme ich absolut zu. Sehr weit gereist ist die Behauptung, man soll 10 Sekunden die Luft anhalten und wenn man dann nicht husten muss, dann hat man kein Coronavirus sozusagen. Das ist natürlich eine Gefahr, wenn Leute das glauben und vielleicht den Gesundheitsstatus falsch einschätzen. Ein zweites Beispiel, es kann auch zu rassistischen Gehässigkeiten kommen, zum Beispiel ein Fall, wo eine Frau gesagt hat, in der Gegend bei ihr seien 300 geflüchtete Menschen hingebracht worden und mehrere davon seien infiziert gewesen. Das dient dann quasi, um auch unglaublich viel Wut auszulösen auf geflüchtete Menschen, komplette Erfindung anscheinend. Und dann muss ich sagen, ich glaube, die größte Gefahr sind derzeit Verharmlosungen. Das ist nicht immer Desinformation, das ist nicht unbedingt erfunden, aber es wird gesagt, ach, das ist jetzt nur Panik und die Gefahr ist, dass dann Leute weiterhin auf die Straße oft rausgehen, andere treffen. Also wir haben von Meinungsmacht bis kompletter Desinformation ein breites Spektrum, was derzeit an unseriösen oder zumindest problematischen passiert. Herr Adli, diese Fake News, die treffen ja auf eine ja irritierte, zum Teil auch verunsicherte Bevölkerung. Das ist ja eigentlich ein idealer Nährboden für Angst und Panik. Absolut. Und das ist auch das, was wir gerade beobachten. Die Menschen sind verunsichert. Viele haben Angst. Und das ist, wie Sie schon sagen, ein extrem fruchtbarer Boden, leider, auf den Falschinformationen wachsen können, auf den Informationen wachsen, die die Angstspirale noch weiter in die Höhe schreiben oder, wie wir auch gerade gehört haben, zu totalen Verdrängungen und zum Neglect eigentlich der jetzigen Situation führen. Herr Jonitz,
Medizinisches Halb- oder Nichtwissen, das hat schon eine lange Tradition eigentlich im Netz, auch ohne das Coronavirus. Woher eigentlich dieses Misstrauen in das etablierte Gesundheitssystem? Das eigene Wissen, wie man mit Gesundheit umgehen soll und wie man mit gesundheitlichen Risiken umgehen soll, ist in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern nicht besonders weit verbreitet. Das heißt, die Leute nehmen ihre Gesundheit ernst und folgen irgendwelchen Geschichten. Das Erfreuliche ist, wenn man die Öffentlichkeit befragt, wer ist ihr integerster Ansprechpartner, wenn es wirklich um solche konkreten Fragen geht, dann landen die alle beim Hausarzt und da sind sie auch genau an der richtigen Adresse. Das heißt, das Thema ist nach wie vor eins, das, ich sag mal, unter den Experten eigentlich völlig normal ist. Dafür gibt es Ärzte, dafür gibt es diesen Berufsstand und auch andere Fachberufe, Apotheker, die Bescheid wissen. Gleichzeitig haben wir es noch nicht geschafft, relevantes Wissen so in die Breite zu bringen, dass also der Wissensstand der Bevölkerung stärker zunimmt. Jetzt zeigt uns ja dieses Coronavirus mit einer an Deutlichkeit kaum zu überbietenden Klarheit, wo die Grenzen im Moment unseres Wissens und unserer Erkenntnisse sind, in einer ja ansonsten sehr durchorganisierten Welt. Man weiß auf jede Frage eigentlich eine Antwort. Was macht das mit den Menschen, diese Erfahrung? Nach meinem persönlichen Eindruck begrüße ich sehr, dass nach einer anfänglichen Welle von Panikmache die seriöse Berichterstattung auch über die sozialen Medien deutlich zugenommen hat. Das heißt, relevante Fakten zum Thema Corona und der Corona-Krise werden auch über die sozialen Medien weit verbreitet. Ob man damit dann auch die richtigen Leute erwischt, das kann ich allerdings so nicht beurteilen. Und die Chance, die wir jetzt sehen, liegt darin, dass wir, wenn die akute Phase vorbei ist, wir uns wirklich hinsetzen und gucken, welche Konsequenzen ziehen wir daraus. Und was zum Beispiel offensichtlich komplett fehlt, ist eine Einrichtung in Deutschland, die tatsächlich solche Informationen, ob es nun Wahrheiten sind, Halbwahrheiten oder komplette Lügen, sich zeitnah anschaut, filtert und entsprechend gut kommentiert rausgibt. Wir haben höchst seriöse Informationsquellen, beginnend beim Robert-Koch-Institut, auch im Gesundheitsministerium, aber eine Einrichtung wie in anderen Ländern, in Australien, in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten, in Norwegen gibt es sowas wie eine National Library of Health, wo praktisch jeder, egal ob Fachmann oder Otto Normalverbraucher, relevante und gute Informationen herkriegen kann, haben wir in Deutschland nicht. Wir sind noch im Bereich von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Da hat ja unser gewohnter Alltag eine Vollbremsung hingelegt, wie wir sie wahrscheinlich noch nie hatten. Was bedeutet das für die Menschen, dass sie jetzt plötzlich von jetzt auf gleich eigentlich nicht mehr so leben können, wie sie es bisher gewohnt sind? Ja, wir alle erleben ja ganz einschneidende Veränderungen in unserem beruflichen Leben, in unserem privaten Leben. Unser soziales Leben sieht überhaupt nicht mehr aus, über Nacht nicht mehr so aus, wie es eigentlich immer schon war. Und das macht natürlich auch Stress. Und das ist auch etwas, was dann gerade in Menschen, die vielleicht auch verunsicherbarer sind, dann auch zu verstärkten Ängsten führt. Man muss dann auch noch dazu sagen, dass gerade diejenigen Alltagspraktiken plötzlich alle weg sind, die uns normalerweise zum Stressabbau dienen, die auch uns dazu verhelfen, mal Trost zu finden bei anderen. Wir können uns nicht mehr in den Arm nehmen, wir können anderen Menschen nicht mehr nahe kommen. Und all das sind natürlich schon wahnsinnige Veränderungen. Und da wundert es mich auch als Psychiater nicht, dass dann auch das Angstlevel in der Bevölkerung mitsteigt. Frau Brodnik. Ja, das passt auch wirklich gut zur Thematik, weil die Frage ist ja, warum kursieren bei manchen Themen mehr Falschmeldungen als bei anderen? Und man muss wirklich sagen, Emotionalität ist ein wichtiger Faktor, was die Viralität von Nachrichten im Internet betrifft. Also wie erfolgreich sie sind. Es gibt viele Auswertungen, die deuten darauf hin, dass gewisse Emotionen dazu führen, dass Leute einen Artikel eher weiterleiten an ihre Freunde und Bekannten. Wut ist zum Beispiel eine Emotion, die stark aktiviert, aber auch Angst. Es gibt eine Untersuchung der Wissenschaftler Catherine Milkman und Jonah Berger in den USA und die konnten messen, dass wenn ein Artikel bei Leuten Angst auslöst,
er um 21% eine höhere Chance hatte, zur Viralität zu führen, also von vielen Menschen weitergeleitet zu werden. Und das Problem ist, Desinformation profitiert davon, weil die kann immer Angst schüren. Und gerade in einer Phase, wo Menschen schon grundsätzlich verunsichert sind, also wo ja tatsächlich was los ist, sehen wir dann solche Wellen, weil unseriöse Akteure das ausnützen, dass wir Gefühlswesen sind. Viralität, nochmal zur Erklärung, ist, wenn News oder überhaupt Aktivitäten im Netz besonders erfolgreich sind oder besonders viele Adressaten erreichen. Herr Schieb, haben wir eine ähnliche Situation wie bei anderen Krisen auch, dass das Pendel immer ausschlägt zwischen Dämonisierung und Verharmlosung, auch im Fall Coronavirus? Naja, die Extremen funktionieren immer besonders gut in den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich nenne sie lieber Online-Plattformen, weil sie sind weit davon entfernt, wirklich sozial zu sein. Also das, was aufregt, was neugierig macht, wo man sich entweder bestätigt fühlt oder komplett in die Gegenrede geht, was einen emotional anfasst, wie gerade schon gesagt, funktioniert sehr gut bei den Menschen und übrigens auch bei den Algorithmen, denn die sozialen Netzwerke, die Online-Plattformen sind auch so programmiert, dass das, was eben gut funktioniert wird, erkannt wird und dann besonders gut nach oben gespült wird, und das ist dann ein Schneeballeffekt. Also die seriöse Nachricht, die etwas bestätigt, die vielleicht gar nicht so sehr aufwühlt, hat es immer grundsätzlich schwer in den Online-Plattformen. In diesen Zeiten dann natürlich noch mal ganz besonders. Da ist der Effekt natürlich besonders bedauerlich, weil wir jetzt zu ganz viel Desinformation kommen, zu gesundheitlichen unsinnigen Tipps, zur Panikmache. Und das ist ein riesengroßes Problem immer, auch bei den Flüchtlingsdebatte zum Beispiel und bei vielen anderen Themen auch. Aber gerade geht es ja wirklich ans Existenzielle und alle betrifft es. Und da ist es besonders tragisch, dass diese Algorithmen, die für uns gar nicht kontrollierbar sind als Gesellschaft, die eben nur von den amerikanischen Konzernen kontrolliert werden, mehr oder weniger machen, was sie wollen. Und die Lippenbekenntnisse, dass die Online-Plattformen dagegen was unternehmen, in der Vergangenheit und jetzt, die sind eben nur Lippenbekenntnisse und es passiert da viel zu wenig. Das Problem ist eben, dass jeder alles behaupten kann, egal ob er Ahnung hat, ob er spinnt oder nicht oder ob es ein seriöses Angebot ist. Grundsätzlich steht alles gleichwertig nebeneinander und da hilft auch nicht so ein kleiner Hinweis, das ist eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt oder eben nicht, da achtet man kaum drauf und die sind auch winzig klein in der Schrift und nur in Grau. Also diese Ordnungskriterien helfen nicht weiter. Das ist ein systemimmanentes Problem meiner Ansicht nach, der Online-Plattform, und in Zeiten wie diesen macht es uns richtig, dolle zu schaffen. Herr Adli. Ja, das, was die beiden Kollegen, die zugeschaltet sind, gerade erklären, ist in der Experimentalpsychologie als das Phänomen der emotionalen Ansteckung gut beschrieben, und die funktioniert leider, muss man sagen, besonders gut bei negativen Emotionen, bei Emotionen, die externe Bedrohung signalisieren. Das hat die Evolution eigentlich mal ganz weise so angelegt, und der Sinn ist, dass wir uns als soziale Wesen gegenseitig sehr schnell auch verständigen können, wenn es eine Bedrohung von außen gibt. Aber gerade dieses Phänomen kann dann eben auch zur Falle werden, weil sich in einer emotional aktivierten Bevölkerung, wie wir sie gerade im Moment vorfinden, gerade solche negativen Ängste, Emotionen, Alarmsignale sehr, sehr schnell verbreiten. Und der Nährboden, auf dem das dann wächst, ist im Prinzip die ständige Präsenz dieses Themas Corona im Moment. Man kann sich dem ja eigentlich gar nicht entziehen. Plus einer für den Einzelnen immer noch sehr schwer bezifferbaren persönlichen Gefahr. Diese Mischung macht es so toxisch und befeuert dieses Phänomen. Emotionalität gibt es ja auch bei anderen Themen, von Migration bis Klima in der letzten Zeit. Das war jetzt ja nicht nur beschränkt auf Coronavirus, da zeigt es sich nicht besonders stark. Ich nehme jetzt mal gern diesen Begriff der emotionalen Ansteckung auf. Herr Jonitz, ist es das, was es gerade den Scharlatanen im Medizin- und Gesundheitswesen das Leben so leicht macht? Ja. Weil Gesundheit ist immer in hohem Maße mit Emotionen besetzt. Also die treibende Kraft in der Patientenversorgung ist Angst auf Seiten des Patienten, dass er einen Schaden erleidet durch die Erkrankung, oder auch sogar auf Seiten der Gesundheitsberufe, die, wenn sie in der Versorgungssituation stehen, durchaus Sorgen haben, dass sie alles richtig machen, dass sie nicht gut genug sind, dass es nicht gut genug läuft. Das heißt, ich habe hier einen emotionalen Trigger in hohem Ausmaß. Und das beste Gegengift gegen Angst ist eigentlich Professionalität und Aufklärung. Also je mehr ich über den Zustand Bescheid weiß, der mir Angst macht, und je mehr ich weiß, was für mich geschieht oder was ich selber tun kann, umso mehr
bin ich natürlich auch in der Lage, mit der Angst wesentlich besser umzugehen. Und genau diese Aufklärung scheinen wir gerade beim Thema Corona, ich sag mal, besser zu lernen als beim Thema Flüchtlinge oder beim Thema Klima. Aber Fakt ist, es ist eine Urangst in den Menschen drin. Darauf verlangen die Ärzte, die Patienten zu Recht eine entsprechende Antwort. Und die muss eigentlich vom System geboten werden. Frau Brodnik, können Sie das bestätigen, dass man sagt, die Aufklärung gelingt gerade etwas besser als bei anderen Themen? Wenn man jetzt sich das, die Online-Plattformen ansieht in ihrer Gesamtheit, die Herr Schieb jetzt gar nicht als soziale Netzwerke bezeichnen will, Online-Plattformen in ihrer Gesamtheit, dass sich da tatsächlich das Seriöse vielleicht doch gut behaupten kann gegen das Unseriöse. Sie haben den Überblick über das, was da im Netz alles passiert. Kann man das so sagen? Tatsächlich würde ich sagen, dass die allermeisten Bürger sehr stark sich an den klassischen Quellen orientieren. In Deutschland das Robert-Koch-Institut zum Beispiel, in Österreich wäre das das Gesundheitsministerium. Und wir haben eigentlich beeindruckende Beispiele von Wissenschaftskommunikation auch schon erlebt. Es gibt den Hashtag Flatten the Curve, der soll erklären, dass wir derzeit unseren Sozialkontakt einschränken müssen, damit eben nicht zu viele Menschen gleichzeitig krank werden. Es scheint ja so zu sein, dass das große Problem dieses Virus nicht ist, dass der so tödlich ist, sondern dass eher das Gefahr ist, dass unser Gesundheitssystem kollabiert, also zu viele Leute gleichzeitig krank werden und dann die Zeit und auch die quasi Einrichtungsgegenstände fehlen, um den Leuten zu helfen. Und da ist mit Grafiken, mit Hashtags sehr stark gearbeitet worden. Auch in Deutschland, muss ich sagen, gibt es zum Beispiel den tollen Podcast des Herrn Drosten, der eigentlich dauernd erklärt, was man wissenschaftlich bisher sagen kann. Also da ist sehr viel passiert. Und ich muss Ihnen sagen, was ich derzeit als größte Gefahr sehe. Eine große Gefahr ist, dass jetzt, je länger das so voranschreitet, ein Teil der Bevölkerung auf sehr unseriöse Quellen umschwenkt, weil wir sehen schon erste Ansätze, wo sehr verharmlost wird. Das ist dann nicht unbedingt Desinformation. Da gibt es durchaus auch Mediziner, die sagen, ach, das ist alles nur Panik. Ein sehr erfolgreiches Video, da kommt der Herr Wodak vor, ein deutscher Mediziner, und der erklärt, das ist alles Panik. Er zeichnet das eher harmlos dar, sagt, Coronaviren hat es auch schon vorher gegeben. Und ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo mir Leute hinschreiben können, wenn sie problematisches Material im Internet sehen. Und mir haben unglaublich viele Menschen das gesendet und haben gesagt, meine Familie, da kursiert das, die meinen, vielleicht ist das Virus gar nicht gefährlich, vielleicht ist das alles übertrieben. Die große Gefahr ist, dass mit solchen YouTube-Videos jetzt bei manchen der Eindruck geweckt wird, ach, die übertreiben alle, ich gehe weiter raus, ich lebe mein Leben wie bisher. Und dass eben diese Maßnahmen, die wir versuchen zu setzen, nicht greifen und unser Gesundheitssystem auf lange Sicht belastet wird. Herr Schieb, wenn man jetzt das sieht, so eine überschäumende Emotionalität, sich die zu verhindern, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, gleichzeitig Solidarität zu üben, umsichtig zu sein. In welchem Zusammenhang kann man denn da die gestrige Ansprache von Angela Merkel sehen, in dem Zusammenhang mit diesen Diskussionen gerade auf den Plattformen? Also ich habe den Eindruck, die Ansprache von Angela Merkel spielt jetzt in den Netzwerken nicht so eine ganz große Rolle. In der Tat spielt es eine große Rolle, dass es viele seriöse Medien ja nun mal gibt, die im Augenblick auch zur Hochform auflaufen, zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien, die seriösen Zeitungen, die natürlich auch einen sehr hohen Output im Augenblick haben zu dem Thema. Das ist bei anderen Themen in der Vergangenheit natürlich nicht gewesen. Und das sorgt dafür, dass diese seriösen Informationen im Augenblick ein bisschen präsenter sind in den Online-Plattformen und im Netz. Das ist eine gute Nachricht. Das zeigt aber auch, dass die Seriosität ja wichtig ist. Also ohne diese seriösen Informationen würden sich die Menschen in den Online-Plattformen und im Netz halt gar nicht wirklich gut informieren können. Dann hätten die anderen Dinge wieder mehr Hochwasser sozusagen. Also das ist schon mal ganz wichtig, diese Erkenntnis. Und im Grunde genommen, wenn wir mal sehen, habe ich gerade gedacht, wenn wir zum Arzt gehen, dann wissen wir, dem vertrauen wir, den kennen wir, die Antworten nehmen wir ernst. Wenn wir sozusagen Dr. Google befragen, das ist ja so ein Begriff, der gerne verwendet wird, weil jede Krankheit und Symptom wird ja gegoogelt, dann können wir im Grunde genommen ja gar nicht vertrauen, weil wir nicht wissen, von wem wir da eigentlich Antworten bekommen. Je mehr seriöse Informationen kursieren, umso besser, weil die Wahrscheinlichkeit wächst, dass ich seriöse Informationen bekomme. Aber die unseriösen kursieren halt auch. Das muss man bedenken. Da ist die Bundeskanzlerin, auf dieses Thema ist sie ja gar nicht eingegangen. Und ich glaube, dass das auch unterschätzt wird nach wie vor, welche Rolle das spielt. Da müsste man wahrscheinlich noch
aktiver, denke ich, in diese Kanäle seriöse Informationen reinschieben. Also ob es jetzt Übersichten sind, Tabellen sind, Grafiken sind, aber auch Erklärvideos und so weiter, könnte man mehr zur Verfügung stellen. Das würde sicher eine ganze Menge bringen, um eben diesen Unsinn noch weiter zu verdrängen. Das ist das eine, was seriöse Informationen angeht. Das andere ist, was Frau Brodnik gerade gesagt hat. Da gibt es offensichtlich auch Experten, also auch Ärzte, Gesundheitsexperten, die dann abweichende Meinungen äußern. Das verwirrt möglicherweise ja auch die Bevölkerung. Wenn sich jetzt noch nicht mal die Experten einig sind, soll man tatsächlich zu Hause bleiben, also eine freiwillige Ausgangssperre sich auferlegen, oder ist das alles nicht so wichtig? An der frischen Luft ist es ja auch gesund. Ist das auch so ein Problem, dass man da, dass es da etwas uneinheitlich zugeht in den Expertenäußerungen? Ja, in der Tat. Und es ist natürlich auch eine Situation, die ist medizinisches Neuland, die ist Public Health Neuland. Und damit hängt zusammen, dass sich der Informationsstand und auch der Empfehlungsstand wirklich auch täglich verändert. Und das ist wiederum nicht so leicht zu verstehen für viele Menschen. Und deswegen kommt es aus meiner Sicht sehr auf eine gute, verständliche Kommunikation an, die auch verständlich werden lässt, dass sich eben dieser Informationsstand dynamisch verändert. Dass das, was vor 3 Tagen noch als Empfehlung ausgegeben wurde, nicht unbedingt heute noch gelten muss. Und das bedeutet nicht, dass die Situation sich dauernd widerspricht, sondern dass es eben auch eine Weiterentwicklung gibt, auch des Wissens, das wir im Moment zu dem Infektionsgeschehen haben. Ist da nicht noch sehr viel mehr Aufklärung notwendig? Alexander Kikulé, ein bekannter Virologe, hat jetzt auch Kollegen kritisiert, auch das Robert-Koch-Institut heute in einem Interview, dass es zu lange zu zögerlich war. Das irritiert ja, wenn aus seriösen Quellen, und beide gelten als seriöse Quellen, ja, da ganz unterschiedliche Signale kommen, die dann auch in der Öffentlichkeit ganz breit diskutiert werden. Also wir leben ja Gott sei Dank in einer freien und pluralistischen Gesellschaft, und da darf jeder sagen, was er denkt über soziale Medien, noch leichter als jemals vorher. Aber nicht jeder, der als Experte geführt wird, ist auch einer. Also wenn ich einen Dr. Fink oder Drosselbart oder sonst wie habe, der über irgendwelche Medien hochgezogen wird, der irgendwelche Empfehlungen abgibt, kann man nur sagen, guckt euch was Vernünftiges an. Geht auf die Homepage vom Robert-Koch-Institut und guckt es euch da an. Wenn einer eine Meinung äußert, ist dann nicht die Frage, oh, der sieht aber schick aus und hat eine tolle Krawatte und es klingt vernünftig, sondern die entscheidende Frage ist, ist das Ihre persönliche Meinung oder haben Sie dafür irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten? Und in aller Regel sind nämlich genau diejenigen, die mit einem wie auch immer gearteten expertoiden Hintergrund sich da vor die Kamera setzen oder entsprechend über Medien äußern, sind es nicht immer genau die Leute, die tatsächlich die entsprechende Fachkenntnis mitbringen. Das heißt, wir brauchen gerade als Gegengift auf der einen Seite Skepsis gegenüber Meldungen, durchaus auch gegenüber Meldungen von seriösen Medien. Wir haben es erlebt, als die WHO ein Medikament kritisiert hat und 2 Tage später hat sie die Kritik wieder zurückgenommen. Also wir müssen den Leuten beibringen, etwas skeptischer mit solchen Informationen umzugehen. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich Einrichtungen, die tatsächlich schnell, zeitnah, substanzielle Informationen möglichst weit verbreiten. Herr Schieb, jetzt werden ja diese Leimrouten ausgelegt auf den Online-Plattformen. Woran erkenne ich denn eine seriöse Quelle, eine seriöse Plattform? Wie kann ich den Wahrheitsgehalt auch als Laie einschätzen, was ich da gerade lese auf diesen Plattformen? Das ist eine unglaublich gute, aber leider auch sehr schwierig zu beantwortende Frage. Man kann nicht sich darauf verlassen, dass jemand mit möglichst vielen Followern eine seriöse Quelle ist. Das heißt nämlich letztlich nur, dass er oder sie sehr beliebt ist und sagt überhaupt nichts über eine Expertise, über Know-how oder Seriosität aus. Die Online-Dienste, die machen mittlerweile schon so ein bisschen was, um zu kennzeichnen, was möglicherweise verschwörungstheoretisch ist. Aber solche Sachen werden leider nicht rausgenommen oder nur ganz selten rausgenommen aus den Netzwerken, sondern bestenfalls gibt es dann einen Link zum Beispiel zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als alternative Informationsquelle. Das ist die Leistung dann von den Anbietern von YouTube oder Facebook zum Beispiel, der Beitrag dazu, das zu relativieren. Also man hat es als User wirklich schwer zu erkennen, ob etwas glaubwürdig oder seriös ist. Im Grunde genommen muss man sich da schon ein bisschen Arbeit machen, und wenn man irgendwas bekommt, auch bei WhatsApp, da gibt es natürlich gar
gar keine Kennzeichnung, weil man ja da immer das Gefühl hat, das kommt von Freunden, das ist eine Empfehlung. Man neigt dazu, das dann zu glauben, aber man ist gut beraten, da doch lieber nochmal einen doppelten Check zu machen und eben dann doch zu googeln und dann bei seriösen Anbietern, unter seriös verstehe ich eben öffentlich-rechtliche Sender, Tageszeitungen, große oder große Magazine, die machen sich eben die Mühe, Dinge und Fakten gegen zu checken. Die machen einen Faktencheck, die ordnen das ein, ist ja auch demokratisch, da kommen alle Meinungen zu Wort, aber eben eingeordnet und die ganz Unsinnigen werden aussortiert. Die Mühe muss man sich leider machen, weil es eben da keine Ampel gibt. Das wäre wünschenswert. Rot heißt Finger von, ist halt gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Gelb heißt so, naja, und grün heißt wirklich geprüft und sicher und glaubwürdig. Das haben wir leider nicht. Deswegen hat man in diesen sozialen Netzwerken, in den Online-Plattformen es nicht leicht. Das wird Frau Brodig wahrscheinlich bestätigen. Werden wir auch gleich nachfragen. Also die Ampel, die Sie jetzt erwähnt haben, die wird wahrscheinlich noch sehr viel später kommen, wie die Lebensmittelampel, steht zu befürchten. Frau Brodnik, was sind Ihre Erfahrungen in diesem Zusammenhang? Ich muss sagen, es gibt schon ein paar Tipps, die helfen, so ein Radar als Bürger zu entwickeln. Ich habe schon erzählt, Falschmeldungen funktionieren häufig über die Emotion. Nämlich, man liest das und will es sofort allen weitererzählen, weil es so brisant ist. Daraus kann man etwas lernen. Wenn Sie auf WhatsApp eine Nachricht weitergeleitet bekommen, die so krass ist, dass Sie denken, ha, das muss ich sofort allen weiterleiten, dann ist das eigentlich ein Warnsignal. Das heißt, gerade wenn Sie den Drang verspüren, das allen zu erzählen, sollten Sie genau hinschauen. Das ist der erste Moment. Das zweite, was Sie machen können, ist, sich die Quelle anzuschauen. In vielen Fällen werden Sie das Profil nicht kennen, zum Beispiel das Video, wo das dann läuft. Schauen Sie sich mal die Quelle an und schauen Sie, was posten die noch. Und wenn ich da lese, so wird die neue Weltverschwörung stattfinden oder was weiß ich, antisemitische Verschwörungstheorien, dann denke ich mir, naja, vielleicht ist das nicht die beste Quelle. Also schauen Sie sich die Quelle an. Das ist das Nächste, was Sie machen können. Und das Dritte, das ist gerade eben wunderbar erwähnt worden, Faktenchecker. Geben Sie die konkrete Behauptung in Google ein und schreiben Sie dazu Faktencheck, also zum Beispiel 10 Sekunden Luft anhalten, Coronavirus, Faktencheck, und Sie werden von vielen, vielen Faktenchecker-Webseiten sehen, dass die das längst überprüft haben und natürlich zum Ergebnis kamen, das ist Unsinn. Worauf ich hinaus will, ist, es stimmt, es ist nicht immer so leicht erkennbar. Das Tolle ist aber, Sie müssen nicht von Null auf anfangen. Es gibt oft Profis, die haben das für Sie übernommen. Und ich glaube, ein Teil der digitalen Medienkompetenz ist nicht, dass ich alles selbst recherchiere, sondern einfach auch, dass ich weiß, wo ich nachschaue. Da gibt es zwei tolle Webseiten. Korrektiv sind Faktenchecker in Deutschland. Die machen auch sehr viel zum Coronavirus. Und zum Beispiel gibt es natürlich auch die Faktenfinder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die machen auch sehr viel Aufklärung. Und dann gibt es auch noch in Österreich zum Beispiel eine Seite, die heißt mimikama.at. Die machen auch sehr viele Faktenchecks. Also digitale Kompetenz heißt auch einfach mal wissen, wohin ich mich google und dann dort nachlese. Herr Junitz, Sie sind Facharzt für Psychologie. Kommen denn Patienten zu Ihnen, die Sie konfrontieren mit Informationen, die aus dem Netz haben und möglicherweise mit Ihnen das Diskutieren anfangen, was jetzt die passende Therapie für einen selbst ist? Das ist schon weit vor Corona eingebrochen, dass Menschen ihre Symptome googeln und dann in der Regel die Dinge herausnehmen, die am allermeisten Angst machen und dann zum Arzt gehen. Und das sind Patienten, die natürlich ihre Sorgen bei ihrem Arzt loswerden wollen, mit der Bitte um Klärung. Das ist absolut normal. Aber die kosten in der Regel auch sehr viel Zeit, die dann wiederum an der anderen Stelle fehlt. Das heißt, das, was hier gerade vorgeschlagen wurde, die einfach gewisse innere Warnsignale einzubauen, nach dem Motto, wenn das so und so ist, dann bitte nicht gleich drauf anspringen, sondern lieber noch bei seriösen Quellen informieren, ist der einzige und richtige Weg. Das ist ja auch ziemlich schwierig. Man liest etwas, was einen vielleicht emotional erregt. Dann müsste man jetzt eigentlich ja noch lange recherchieren, stimmt das überhaupt? Auch wenn es vor allem, wenn es unglaubwürdig klingt oder kurios. Diese Mühe machen sich aber viele Menschen ja gar nicht, die möglicherweise sagen, klingt irgendwie plausibel, glaube ich jetzt mal. Ja, das ist ja vielleicht auch im Alltag nicht immer und für jeden so durchsetzbar. Es gibt aber auch schon mal einfachere Wege, indem man zum Beispiel mit Angehörigen, mit Freunden, mit Kollegen über so etwas spricht, über so eine Information, die einen irgendwie beschäftigt oder beunruhigt und Angst macht. Und da muss ich sagen, macht man dann häufig die Erfahrung, dass es auch einen Perspektivwechsel gibt, dass man zum Beispiel sieht, wie gehen andere, wie bewerten andere um mich herum eigentlich
eine Meldung oder eine Sorge oder wie gehen Sie mit einer Handlungsempfehlung um, die gerade in Zusammenhang mit Corona existiert? Und dieser Perspektivwechsel, den kann man sich schon schnell auch einfach durchs Gespräch holen. Und auch wenn wir uns gerade im Moment sozial nicht immer so leicht treffen können, so haben wir immer noch viele Möglichkeiten des Austauschs miteinander zur Verfügung. Und das sollten wir nutzen. Frau Brodnik, wir wollen jetzt hier als Kulturpessimisten nicht über die Aktivitäten im Internet herziehen und die schlecht machen. Gibt es denn gerade im Zusammenhang mit Coronavirus auch positive Erfahrungen? Sie haben, glaube ich, geschrieben, die Trolle sind ja eigentlich in der Minderheit. Die meisten haben, wörtliches Zitat von Ihnen, das Herz auf dem rechten Fleck. Gibt es da auch eigentlich ganz positive Aspekte zu berichten, auch wie Herr Schieb das vorhin gemacht hat? Es ist schon vollkommen richtig angemerkt worden, dass wir oft dazu neigen, das Negative mehr wahrzunehmen und wir blenden aus, wie viel Positives es diese, muss ich sagen, sehe ich extrem viel konstruktives Verhalten. Das Erste, was ich sehe, ist Solidarität. Nämlich, vielleicht kennen Sie diesen Hashtag Nachbarschaftschallenge. Da wurde in Wien eigentlich die Idee gestartet, man hängt einen Zettel, also ein Blatt Papier aus im eigenen Haus und sagt für ältere Personen oder Personen mit schwachem Immunsystem, dass man für sie einkaufen geht, dass man mit dem Hund Gassi gehen kann, um die zu unterstützen. Das ist ein Hashtag, der wurde online gestartet, damit Leute, die nicht zur Risikogruppe gehören, anderen helfen. Also Solidarität ist das eine, was wir ganz klar sehen. Dann das zweite ist Wissenschaftskommunikation. Sehr viele Bürger sind interessiert, seriöse Quellen sichtbar zu machen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil Sie haben das sicher mitbekommen. Einerseits gab es eben diesen Hashtag Flatten the Curve, aber auch diese vielen Grafiken, wo darauf hingewiesen wird, warum man den Sozialkontakt einschränken soll, warum die Kurve nach unten gehen soll. Das ist ein Idealbeispiel für Wissenschaftskommunikation, weil wir wissen auch aus Untersuchungen, wissenschaftliche Zusammenhänge sind oft kompliziert und mit Text ist es schwierig, Leute zu erreichen. Aber wenn Sie mit Bildern, mit Infografiken kommunizieren, werden Sie eher ankommen, werden Sie eher auf Verständnis stoßen. Und das Dritte, was ich schon noch sehe, ist, neue Gemeinschaftsgefühle entstehen. Extrem viele Menschen tauschen sich derzeit aus, weil sie im Homeoffice sitzen. Es gibt schon ganz viele Witze dazu. Und ich glaube, wir alle leiden schon ein bisschen unter dieser Situation. Und dieser Humor, der im Netz auch kursiert, der macht seine Spur erträglicher. Mhm. Humor hilft einem, eine schwierige Situation etwas mehr zu überwinden, ein bisschen auszublenden, das Unlustige. Das gilt garantiert für alle anderen Lebensbereiche gleichermaßen. Kurzer Hinweis noch, durch die Überlastung im Netz können möglicherweise die Leitungen nach Wien gelegentlich kurz unterbrochen sein, wie das gerade zu sehen war. Jetzt sind sie wieder gut zu sehen und zu hören. Frau Brodnik, Herr Schieb, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet. Die Betreiber dieser Online-Plattformen, die haben da durchaus ein ambivalentes Verhalten, wie sie mit diesen Aktivitäten auf ihren Plattformen umgehen. Was muss von denen zwingend erwartet werden, damit eben gerade diese Fake News in einem so empfindlichen Bereich wie dem Thema Coronavirus nicht die Oberhand gewinnen? Das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass die Plattformen auf Meldungen reagieren. Das heißt also, wenn Behörden, Gesundheitsämter, Gesundheitsministerium oder die internationale Gesundheitsorganisation WHO meldet, dieser Post ist gefährlich, dieses Video ist absoluter Unsinn, entfernen, das ist gefährlich, das macht Panik, das schadet sogar der Gesundheit, dann müssen die das auch sofort entfernen. Aber nicht nur dieses eine konkrete, sondern möglichst auch alle Kopien davon, alle Verweise darauf und alle ähnlich lautenden Posts. Das machen sie nur sehr beschränkt. Immerhin, man muss wissen, die Online-Plattformen machen sich nicht die Mühe, mal zu checken, was ist denn da jetzt vertretbar, was ist seriös, was ist unseriös. Ist ja auch teilweise schwierig, das gebe ich zu. Sie lassen die Arbeit aber die WHO machen. Die gehen da nämlich tatsächlich hin. Die haben ein Team von Mitarbeitern, die die schlimmsten Auswüchse im Netz finden und den Online-Plattformen melden und die entfernen das dann. Ich weiß nicht, ob die WHO das in allen Sprachen macht, in Englisch und Spanisch auf alle Fälle. In allen Sprachen wird es wahrscheinlich schwierig, aber das ist ein schönes Beispiel dafür. Eigentlich sollte das die Aufgabe auch eben dieser Online-Plattformen sein. Sie müssten sehr viel mehr unternehmen. Sie verstecken sich aber immer dahinter, dass sie sagen, wir sind nicht für die Inhalte verantwortlich. Es ist ein altes Thema, aber das ist hier gerade mal wieder sehr aktuell und akut. Und wir wollen die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Das Einzige, was dazu führt, dass ein Beitrag entfernt wird, ist im Grunde genommen ein Verstoß
Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Und das Beispiel, das ich schon genannt habe, Hinweise, die zum Beispiel behaupten, man könnte mit Knoblauch oder Essig oder irgendwelchen anderen Hausmittelchen ernsthaft das Coronavirus sich vom Leibe halten. Das verstößt tatsächlich gegen die Nutzungsbedingungen, weil es die Gesundheit verletzen kann oder riskieren kann. Da entfernen Sie das, weil es gegen die eigenen Nutzungsbedingungen verstößt. Sie müssen aber lernen, dass unsere Regeln gelten und nicht deren Regeln. Und da tun sich gerade Facebook insbesondere, aber auch YouTube sehr schwer und TikTok mal sowieso. Und TikTok ist noch ein ganz besonderes Problem, diese Online-Plattform, die ja vor allem von Jugendlichen genutzt wird und wo Bilder wirklich regieren. Da ist es ja sehr schwierig herauszufinden, ist das jetzt eine echte Aufnahme, ist das seriös oder nicht. Beispiel, da hat es zum Beispiel Videos gegeben, die zeigen Tote, mehrere, ganz viele Tote auf der Straße. Und da wurde behauptet, der Coronavirus wäre das. Und wenn das keine Panik auslöst und selbst wenn das nach 2-3 Tagen entfernt wird, haben das ganz, ganz viele Menschen gesehen und möglicherweise weitergeleitet. Das war in dem Fall einfach ein Ausschnitt aus einem Blockbuster-Video. Aber wie will der normale Mensch unterscheiden, ist das echt oder ist das nicht echt? Und das macht eben schon deutlich, wie schwierig das ist, das wirklich in den Griff zu bekommen. Eins kann man definitiv sagen, die Plattformen machen zu wenig und wir müssten sie, also die EU zum Beispiel, mehr zwingen, gerade in solchen Situationen sofort zu reagieren, wenn wir ihnen Dinge melden, die sie zu entfernen haben. Herr Jonitz. Also lustigerweise hat Facebook 2 meiner Posts, wo ich wirklich absolut integre Infografiken gepostet habe, vor 2 Tagen nachts gelöscht wegen Verstoß gegen deren Vorschriften als angeblichen Spam. Das ließ sie dann freundlich wieder korrigieren. Aber ich glaube, wir müssen genau in diese Richtung denken. Was lernen wir jetzt eigentlich aus dieser gesamten Krise, auch gerade was die Informationen angeht? Und soziale Medien als solche sind da, man kann sie aber nicht einfach laufen lassen. Soziale Medien wie Fernsehen, wie Internet machen die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass möglichst viele Menschen damit verantwortungsbewusst und klug mit umgehen. Oder um es auf die politische Ebene zu heben, im 19. Jahrhundert war sauberes Wasser die wichtigste Ressource für Gesundheit. Im 21. Jahrhundert ist sauberes Wissen die wichtigste Ressource. Und genau in diese Richtung müssen wir nicht nur denken, wir müssen auch handeln, wir müssen investieren in Bildung und in sauberes Wissen und kann da nur Mut machen, entsprechende Einrichtungen zu stärken, auch die Selbstkontrolle ein bisschen zu befähigen, aber auch alle diejenigen, die integer sind, sich mit Humor und Sachverstand in den sozialen Medien zu tummeln, um entsprechenden Trollen Gegenrede zu leisten. Ist es nicht auch dann wichtig, gerade in dem Bereich jetzt Gesundheitsexperten, Ärzte, Mediziner, das ist nicht so schnell hinzukriegen und jetzt mitten im reißenden Fluss kann man auch schlecht die Pferde wechseln, aber sich vielleicht für die Zukunft auch eine andere Digitalstrategie auszudenken, dass man nicht nur reagiert in Krisenzeiten, sondern auch von vornherein schon immer präsent ist auf diesen Plattformen, auch mit seriöse Quelle, mit seriösen Experten. Expertise, ist das etwas, wo da noch Luft nach oben ist, gerade im Expertenbereich? Wir reden jetzt von den Gesundheits- und Medizinexperten. Ja, mit Sicherheit. Und ich muss sagen, wir lernen gerade viel über Wissenschafts- und Gesundheitskommunikation im Moment, jeden Tag. Und ich kann auch nur dazu aufrufen, dass wir dieses Thema weiter auch bearbeiten müssen, auch wenn die Corona-Krise dann hoffentlich vorbei ist, müssen wir uns, glaube ich, sehr genau angucken, was haben wir gelernt darüber, wie man über Gesundheit kommuniziert. In dem Kontext finde ich auch wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kommunizieren wir an eine Bevölkerung so, dass diejenigen, die zur Ängstlichkeit neigen, nicht panisch werden, aber diejenigen, die unbesorgt und sorglos sind, dann verantwortungslos handeln. Da braucht es ein gutes Mittelmaß. Ich persönlich finde die Strategie mit Humor tatsächlich zur emotionalen Entlüftung extrem hilfreich. Das merkt, glaube ich, jeder im Moment in diesen Tagen, wie wohl das tut, wenn man einfach irgendeinen kleinen Witz geschickt bekommt. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir auch jetzt schon mit mehr hoffnungsspendenden Nachrichten kommunizieren, dass wir auch mal über die Zeit nach Corona sprechen, jetzt schon, damit die Menschen verstehen, das ist kein Dauerzustand, das ist ein temporärer Zustand, der auch wieder vorbeigeht. Und damit die Menschen auch verstehen, dass das, was wir jetzt tun, auch einen Effekt hat, dass er nämlich dazu führt, dass sich weniger Menschen
anstecken. Wir sind alle Teil einer großen Präventionsbewegung. Es geht gar nicht darum, dass wir im Moment einer Notstandslage gegenüber irgendwie reagieren müssen, sondern wir wollen diese Notstandslage verhindern. Und es geht eben darum, zusammen eine Anstrengung zu unternehmen, die dann auch einen Effekt hat. Und das muss auch sichtbar gemacht werden und in der Kommunikation einen Platz finden. Auf diesem Weg dahin steht ja dann dieser berühmte Satz dazwischen, Bad News are Good News. Frau Brodnik, Fake News. Haben Sie da eine Idee oder Information, wer hinter diesen Fake News gerade in Sachen Coronavirus stecken könnte? Ja, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf zur Wissenschaftskommunikation. Ja. Ich finde, man muss auch sehen, dass eine Herausforderung ist, dass die wissenschaftliche Sprache sich stark unterscheidet von der massentauglichen Sprache. Wissenschaftler lernen in ihrem Fach, möglichst präzise zu sein, auch zuzugeben, was man nicht so ganz weiß. Aber natürlich in einer verunsicherten Phase möchten Menschen möglichst Konkretes und Genaues wissen und möglichst sichere Informationen. Und da haben oft die Täuscher und Blender bessere Karten, weil die können immer sagen, ach, wir wissen das schon, wohingegen der Wissenschaftler oft zurückhaltend ist. Und ich glaube auch, dass... So, jetzt haben wir... Ich habe schon gesagt, Bilder helfen, sich verständlich zu machen. Wir wissen, aus der Faktenchecker-Community gibt es so ein paar Tricks, wie man Fakten eher sichtbar machen kann. Bilder, aber auch zum Beispiel, dass sie das, was sie garantiert wissen, wo sie garantiert wissen, das ist richtig, dass sie das immer und immer wieder betonen, weil die Wiederholung wirkt. Also, und die Information, die sie leicht rüberbringen können, die sie leicht erklären können, machen Sie die nicht umständlich kompliziert. Das wollte ich nur zur Wissenschaftskommunikation sagen. Aber Sie haben recht, die Frage ist gut, wer steckt dahinter? In manchen Fällen wissen wir es nicht, weil vieles wird zum Beispiel auf WhatsApp eingespeist, macht dann die Runde und man findet nicht mehr raus, wer steckt dahinter. Aber in manchen Fällen wissen wir es. Es gab neulich eine Behauptung, dass der Schauspieler Daniel Radcliffe zum Beispiel selbst am Virus erkrankt sei. Das war kompletter Unsinn. Aber viele Menschen haben das geglaubt, weil das ein Profil auf Twitter verbreitet hatte, das auf den ersten Blick aussah wie die BBC. Und das haben dann sehr viele Menschen weiterverbreitet. Es stellte sich heraus, ist ein Unsinn. Journalisten konnten mit den Verfassern dieser Botschaft reden, anonym konnten die interviewen und die haben gesagt, ja, sie finden das lustig, so etwas in die Welt zu setzen. Also ein Teil der Motive dahinter scheint, dass das manche sich daran freuen, andere reinzulegen. Ein weiterer Teil ist natürlich Politik, politische Interessen. Wir sehen auch manche Verschwörungstheorien derzeit, die gehen in eine antisemitische Richtung oder die wecken immenses Misstrauen gegenüber dem Staat. Also da gibt es auch manche, die denken, jetzt ist ihre Chance gekommen, um endlich irgendeine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Und dann gibt es wahrscheinlich auch jene, die Geld machen wollen. Wir sehen ja auch manchmal Behauptungen über irgendwelche Produkte, dass man das Produkt kaufen kann und dann ist man sicher. Das heißt, Geldmacherei, politische Interessen und dann auch die Schadenfreude, andere Leute reinzulegen, das scheinen die drei großen Motive zu sein. Herr Schieb, wenn da die Online-Plattformbetreiber da oft keine so große Hilfe sind bei der Aufklärung, auch bei der Bekämpfung dieser Missstände, ist da vielleicht im Netz, wird jetzt bei manchen Internet-Freaks gleich der Kamm schwillen, aber mehr staatliche Regulierung nötig? Das sind ja offensichtlich rechtsfreie Räume. Das ist ein wichtiges Thema, das uns aber auch schon seit Jahren begleitet und wo man natürlich sagen muss, es gibt verschiedene Gesellschaftsschichten, also junge Menschen, so unter 20, 25, die groß geworden sind mit dem Internet und es gar nicht anders kennen und es nur so kennen, dass man sich frei äußern kann, denen nimmt man natürlich was weg, wenn man sagt, jetzt wird es eingeschränkt, es gibt Beschränkungen, das ist dann gleich Zensur. Und Zensur ist so ein Begriff, der angewendet wird, das bedeutet, das darf nicht sein. Im Grunde genommen wissen wir aber alle, Zensur muss sein, aus gutem Grund, also Zensur in dem Sinne, dass man ja zum Beispiel keine pornografischen Inhalte zeigt, wenn es Kinder sehen können, ist eine Zensur, eine ganz sinnvolle. Oder Volksverhetzung ist Zensur, eine sinnvolle. Also Zensur ist gar nicht so böse und so schlecht, wie manche immer wieder glauben. Aber die Menschen, die es eben gar nicht gewohnt sind, dass Dinge kontrolliert werden, haben das Gefühl, ihnen wird was weggenommen. Sie müssen aber verstehen, dass ihnen was gegeben wird. Ne? Dass eine gewisse Regulierung, und da bin ich absolut dafür, dass etwas mehr reguliert wird, natürlich mit Fingerspitzengefühl, dass uns
uns das was gibt, nämlich mehr Glaubwürdigkeit, Seriosität, Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit in die Angebote, da profitieren wir am Ende alle davon, wenn eben nicht mehr das dazu führt, dass Menschen panisch werden, aufgehetzt werden, aufgewühlt werden, sich unnötig aufregen, die falschen Dinge machen. Wir gewinnen. Das heißt also ein bisschen mehr arbeiten wie in den seriösen Medien, aber natürlich nicht ganz so geschlossen, sondern offen. Da gibt es sicher eine Lösung, die man erarbeiten muss, die uns in allen Zeiten helfen würden. Denn diese komplette Freiheit, die es gibt, die ist wirklich häufig sehr gefährlich, wie wir sehen. Also etwas mehr Ordnung ist auch in Ihrem Interesse bei diesen Diskussionen im Netz, was jetzt gerade das Thema Coronavirus angeht. Wir sind so in wenigen Sekunden zu Ende. Noch ein Satz. Wir müssen in den Widerspruch und in den Widerstand. Wir können nicht blockieren, aber wir können widersprechen. Und wenn wir das klug machen mit Humor, dann wird es auch wirken. Ja, Ordnung, Verständlichkeit und aber auch Hoffnung, die damit verbunden sein muss, die jedem Menschen verstehen lässt, was er selber wirklich auch beitragen und verändern kann. Da werde ich jetzt gleich noch was draufsetzen auf diesen Begriff oder diese Äußerung zur Ordnung. Ich bedanke mich bei Ihnen nach Wien, nach Düsseldorf hier im Studio, liebe Zuschauer. Es gibt in der Tat einen Lichtblick. Ein italienischer Soziologe hat heute prophezeit, nach der Pandemie, da gäbe es geradezu eine explosionsartige Lebensfreude unter den Menschen. Vor diese Freude haben die Götter den Schweiß gestellt. Wir weichen dem Coronavirus nicht von der Seite, solange es unser Leben beeinträchtigt. Wir bleiben dran. Bleiben Sie bei uns am besten gesund. Es folgt Phoenix der Tag mit Michael Kroz.